Und willkommen nicht zu Transformers 2 Schönbau, sondern zu Atomic Heart. Ja, ein Titel, den ich die ganze Zeit schon verfolgt hatte, auch in der PC Games zuletzt gelesen hatte, dann bei Gronkh mal reingeschaut hatte und mir dachte, das könnte doch mal wieder ein Spiel sein, das mal so ein bisschen abseits von dem ist, was ich so in letzter Zeit gespielt habe. Und dann entschied ich mich schnell für einen Spontankauf zum guten Preis. Und jetzt sind wir hier am Start. Ja, starten wir das Ganze doch tatsächlich mal. Ich werde eingangs, wie immer, meine Tasten umbelegen. Da werde ich mir gleich mal anschauen. Und da ruckelt der Kollege aber ordentlich rein. Oh, was ist denn da los? Ach, guck mal hier, das erinnert mich an Transport FIFA 2 vor dem Update. Mit dem Update wurde tatsächlich alles besser. Aber hier ist auch ruckeln angesagt, mein lieber Scholli. Gut, drücken wir mal Teller. Oder was heißt das da? Zum Starten Teller drücken. Oder, ja. Gut. Neues Spiel, Spielladen, Optionen verlassen. Optionen. Und dann mal hier, oh, guck mal, da kommen Tentakel aus der Hand. Super. Ja, Qualität. Gut. Audio. Ich glaube, das lassen wir erstmal so bis auf die Musiklautstärke die Karte raus. Ich mag keine Musik, die nervt mich immer. Und so. Weg damit. Gameplay. Oh, Deutsch. Passt. Lass mal alles mal, wie es ist. Wichtig ist Steuerung. Ja. Intensität, Kamera, Gewackel, Untertitel. Ausempfindlichkeit können wir gleich ein bisschen erhöhen. Das ist meist ein bisschen schwammig. So. Und dann Steuerung. Das mache ich mal. Und dann bin ich gleich zurück. Jetzt gucken wir mal in den Einstellungen nach, was ich ein bisschen lustig finde. Beschleunigen und so weiter beim Fahrzeug. Normalerweise kann man in den Spielen hier sagen, vorwärts, rückwärts und kann im Grunde dieselben Tasten nehmen, die man auch fürs Gehen und Laufen benutzt. Hier nicht. Da wird die eine durch die andere ersetzt. Das ist irgendwie blöd. Gut. Dann halt nicht. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Lokaler Ausfall. Friedliches Atom. Armageddon. Oh, Armageddon klingt schon schlimm. Das sind also die Schwierigkeiten hier. Oh, was nehmen wir denn da? Lokaler Ausfall. Meisterst du eigene Herausforderungen? Hut ab. Dann wollen wir den nicht weiter im Weg stehen und so weiter und so fort. Oh. Goldige Animation auch an der Stelle. Aber was nehmen wir denn? Wollen wir vielleicht mal easy peasy anfangen und nehmen friedliches Atom? So mit der Popcornschüssel auf dem Kopf. Lass mal sehen. Ja, wir heißen dich herzlich zu einer lockeren Erkundungstour durch Anlage 38. Pipapo, willkommen. Ja. Oder nehmen wir Armageddon? Oder doch friedliches Atom? Doch lokaler Ausfall? Aber genau, kriegt man den Hintern voll. Ja, ich glaube, in dem friedliches Atom. Ich habe ja gehört und gesehen, dass die Landschaft großartig sein soll. Viel zu entdecken. Und das möchte ich entspannt tun. Und dann nehmen wir einfach mal hier ein bisschen den entspannten Modus. Und gucken uns ein bisschen um. So, Ladebalken geht ab. Alles auf Unreal Engine der neuesten Generation soll wohl großartig aussehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir drücken die Teller-Taste für weiter und los geht's. Schön hier. Oh ja, schön hier. Positive Energie. Oh, sieht super aus. Ja doch, Handschuh. Diese Tentakel sind schon ein bisschen irgendwie eklig, ne? Handschuh. Er spricht Talk to the Hand, quasi. Aha. Sehr atmosphärisch. Also wirklich, guck mal, grafisch opulent. Toll. Ach, guck mal, Dialoge erscheinen auch über den Köpfen der sprechenden Person und nicht unten am Bildrand. Das finde ich auch mal was Neues. Ist zwar winzig, kann kein Mensch lesen, aber hat was. Ist schön, wie das Laub hier so im Kanal, also in dem Wasser liegt. Und auch hier diese bunten Zettelchen und so, die da rumfliegen. Wer bist du denn? Was? Limonade? Ja, gib mal her. Ja, danke. Ja, danke. Ja, gib her damit. Was kostet der Spaß? Wo werfe ich Münzen ein? Och, für Lau. Boah, sehr gut. Okay.
Oh, hier, hier lässt sich leben. Einen Baum fest. Was? Mal wieder. Was macht er denn da den Baum? Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Aha. Ja, sieht ganz so aus. Guck mal, die schwirren da oben rum wie so Mücken oder Falter um der Lampe, ne? Ach, was für ein schöner Tag. So, wir können hier nichts steuern. Ich kann nur so ein bisschen bedingt nach links und rechts gucken. Aber ja, wir werden hier durchgeführt. Das ist eine seichte Einführung. Das finde ich ganz nett. Oh, schon toll hier. Bisschen übertrieben mit dem ganzen Kitsch hier. Und was führt der dann? Warte mal. Der führt ein Schwein spazieren? Kann man machen. 0451. Vielleicht sollten wir uns das direkt mal merken. Brauchen wir vielleicht später. Ihr Penner. Spaß bei der Feier. Was ist das denn? Ah. Eine fette Box. Aha. Ach, Blumenkübel werden geliefert. Das ist ja cool. Guten Morgen, Dr. Sechenov. Ah. Alles ist gut. Herr Sechenov. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Mhm. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Michael Stockhausen? Später. Verstanden. Ist ja auch lustig. Wie kommt mir der Name bekannt vor? Die Leute sind alle so ein bisschen trist gekleidet, ne? Alle in Grau. Der Rest ist so kunterbunt, aber die Leute sind ein bisschen grau. Weil die grauen Herren von Momo. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. Oh, okay. Also die Musik den ganzen Tag auf der Straße würde mir auch auf den Sack gehen. Spiel gespeichert. Gut. Ja, dann schauen wir uns doch mal ein klein wenig um, oder? Ballonstand vielleicht? Oder da drüben? Da oben? Aha. Ja, guck mal, die Autos. Die sind irgendwie alle gleich, oder? Alle das gleiche Modell, nur andere Farbe. Es ist jetzt ein bisschen innovationslos. Aber sei es drum. Genossen, Icarus-Plattformbewohner und Gäste der Anlage. Mhm. Die Ansprache des Generaldirektors von Anlage 3826, Dr. Sechenov, beginnt in Kürze. Sammelt euch auf dem Stadtplatz, um seine Rede zu hören. Okay, aber ich gehe jetzt mal woanders hin. Der wird jongliert. Hey, ein dicker Roboter. Dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Erstaunlich. Ja, aber nur, weil er nicht ständig versucht, mir gute Ratschläge zu geben. Naja, Roboter ist ja da drauf programmiert. Der kann das. Gut, was ist denn da hinten? Also das ist auch unser Zielpunkt. Und begeben wir uns mal hin. Aha, guck mal hier, wie das staubt. Ist schon schön, ne? Ah, da relaxt man. Alles sehr, sehr grau und trist, ne? Von der Kleidung. Oh, was bist du denn für ein ekliges Ding mit so einer Nadel vorne dran? Und guck mal hinten da, wie diese Teile da so reinpumpen. Oh. Was ist das? Gedanke. Was ist denn das? Gedankegerät. Guten Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Das ist ein Übersetzungsfehler. Ist ein Gedankegerät. Nein, danke. Sieht ja interessanter aus. Warum Gedanke. Unsinn, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommst. Oh, wäre schon scharf. Oh, in so einer geilen Farbe. Ich helfe dir. Nein, danke. Ich brauche nichts. Aha, so eine AR-Brille, so eine Google-Glas, ne? Was ist das hier? Ah, Kiosk. Aha. Kaufe den Anlagekurier, Genosse. Überall enorme Fortschritte. Biologie, Robotik, Waffenforschung. Gerade rechtzeitig für die universelle Polymerisation. Okay. Der Fortschritt lässt sich wohl nicht aufhalten. Ganz genau. Erfüllt dich das nicht mit Stolz? Ja.
Was haben wir denn hier? 4 Punkte? Also, was geht denn gerade ab in der Biologie? Ach, ich nehme mal das mit den Waffen, oder? Waffen ist immer gut. Was kannst du mir über die Waffenforschung sagen? Ach, das ist gut. Was kannst du mir über die Waffenforschung sagen? Ich habe da ein berufliches Interesse. Ich frage für einen Freund. Es gibt eine kurze Meldung über neue Waffensysteme. Genosse Kalaschnikow beschäftigt sich mit dem Gausschen Magnetismus-Arbeiten, also auch noch, um moderne elektromagnetische Waffen zu verbessern. Das klingt, er rechnet lecker damit, ihre Wirkungskraft auf das 3- bis 5-fache zu steigern. Das schmeckt. Die würde ich gerne mal selbst ausprobieren. Ich auch. Ich meine natürlich an einem Schießstand. Ja, da fragen wir mal nach der Biologie. Was gibt es Neues bei der Robotik? Robotik. So rum. So wie es aussieht, werden sich Roboter in 5 Jahren nicht mehr von Menschen unterscheiden lassen. Veraltete menschenähnliche Modelle wie ich werden dann mit Polymer General überholt, um alle Feinheiten der Gesichtsmimik zu beherrschen. Aha. Eines Tages wirst du eine Zeitung kaufen. Ja, jetzt siehst du noch aus wie eine von diesen Gummipuppen, die man so kauft. Also, da ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe das nur mal bei einem Freund gesehen. Ich habe auch immer so einen starren Gesichtsausdruck. Also, Ausdruck. Was geht denn gerade so ab bei der Biologie? Alles, Genosse. Nur um ein Beispiel zu nennen. Unsere Wissenschaftler haben einen experimentellen Vitaminkomplex entwickelt, der die Lebenserwartung der Sowjetbürger auf 100 bis 150 Jahre steigern könnte. Puh, das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Ist gerade jetzt eine gestorben. Ich glaube, also, die letzte weiße Hose. Mit 103 Jahren. Oh, ich bin heute tatsächlich immer älter. Was zur Hölle soll ich denn damit? Ich habe einen sprechenden Handschuh. Kannst du mich nicht informieren? Darf ich dich daran erinnern, dass ich Informationen über unsere Umgebung auf deiner Netzhaut anzeigen kann? Ach ja, zeig mal. Du dadurch nicht. Aber du kannst sie einfacher lesen. Ach ja. Benutzt das Menü deines Handschuhs. Mieser Penner. Also, besonders freundlich sind wir ja nicht, ne? Mieser Penner. Eine Dame mit einer Rose. Lass mal ranzoomen. Ah ja, Madrid. Wir nähern uns mal vorsichtig. Guten Tag. Bonjour, Madame. Sie dreht sich galant weg. Schade. Heute Abend schon was vor? Du so? Auch schon was vor? Nee, scheinbar nicht. Ja, wo begeben wir uns denn als nächstes mal hin? Da haben wir ja so einen Zielpunkt. Aha. Polymerbehandlung. Ui. Also ihr seht rechts die Frames eingeblendet. Oh, kann ich eigentlich ins Wasser? Nee, geht nicht. Schade. Unsichtbare Grenze. Ja, die Frames. Keine Ahnung, wie ich die da jetzt reingepackt habe, wie ich sie wieder rausbekomme. Egal, was ich hier drücke. Ja, geht nicht. Keine Ahnung. Ja, dann ist halt erstmal drin. Gucken wir mal. Ich bin der Kosmonaut. Ach, sie stellen so ein russisches Denkmal nach, oder? Aha. Ist es fertig? Kannst du mal ein Foto von mir machen? Schon schön. Jeder macht irgendwas. Hinten putzt die Tür. Wer bist du so? Ich konnte doch eben noch irgendwas machen. Da. Hotdog vielleicht? Oh, ein Magnum. Geil. Boah, das knackt sogar richtig. Jawohl. Oh, der große Bisse. Tut bestimmt am Zahn weh. Zack. Ja klar, auf die Straße. Kackroboter, macht's weg. Großartig. Hast du noch eins? Nee. Oh, schade. Also hier ist auf jeden Fall alles für lau. Oh, Telefon. Mal gucken. Ah, mit Wählscheibe. Klasse. Geht sogar. Und Münzen. Und das, obwohl wir schon hier in der Hightech-Zeit sind. Na gut, schmeiß mal rein. Oh, geht sogar. Hallo, ist bei euch ein Herr Dünsch? Vergiss es, der Witz hat so einen Bart. Oh, und läuft euer Kühlschrank? Ja, und der ist hinter dir her, Bursche. Ach, Mist.
bitte, Genosse Major, erspare uns weitere Telefonstreiche. Oh, aber sogar Errungenschaft freigeschaltet. Für einen flachen Witz. Klasse. Es ist ein ausgefallener Telefonstreich gewesen. Na gut. Was ist da? Der hat Blumentopf. Fliegende Eulenroboter. Die Leute scheinen alle nichts zu tun zu haben. Guck mal, alle hängen so rum, haben Spaß. Bisschen Dance. So ein bisschen schlafen. Nimm mal diese komischen Nadelfiecher da. Da ist eine Ansprache. Nicht schlecht. Komm ich da rein? Mach Platz. Geht nicht. Ja? Mach ich. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Total. Wie in China. Wie in China. Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China natürlich. Dieser Roboter, also irgendwann scheinen diese Roboter durchzudrehen. Wenn das solche Dinger da sind, die mich dann attackieren, dann und, nicht so schön. Angeblich soll es doch schön sein. Das ist gegen ihre Programmierung. Ja, das weiß ich doch. Ich möchte dir mitteilen. Kann man. Wir können nicht springen. Und rennen geht, glaube ich, auch nicht. Wahrscheinlich lernt man das erst. Wir können mit unseren, keine Ahnung, wie alt wir sind, paar 30, paar 40, können wir noch nicht springen und rennen. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich gleich lernen. Da die FPS bekomme ich immer noch nicht weg. Schade. Und wenn ich hier irgendwie Shift drücke, womit ich sonst renne, habe ich nur so einen Zoom. Nun gut, was ist das denn hier? Langsam. Da wird was projiziert, oder? Interessant. Was passiert? Ich gehe allein. Ich muss mit den Jungs über etwas. Er hat eine Rede, okay. Ich grüße euch, Freunde. Ich konnte euch vor Kugeln schützen, aber nicht vor der faschistischen Pest. Lass mal schauen. Du hast im Krieg gekämpft, Genosse Major. Ein vertrautes Jahr. Hast du dich gerade an etwas erinnert? Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Seit meiner Verletzung ist mein Gedächtnis im Eimer. Als würde etwas in meinem Kopf stecken, aber ich weiß nicht was. Schöne Scheiße, Mann. Verdammt. Acht auf deine Wortwahl, Major. Wir sind an einem öffentlichen Ort. Ach, scheiß drauf. Sehr gut. Ein Pianist. Da können wir nicht drüber springen. Ach, guck mal, schön mit dem Brunnen. Parkanlage. Ah, da kann man schon wirklich so das Auge schweifen lassen. Wirklich, diese Dinger sind ja echt eklig. Was sollen die? Hallo, Belladonna. Lass mich mal rein. Hier ist mein Major Ausweis. Major Nechayev meldet sich zum Dienst auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt. Die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache. Ich habe noch einiges zu tun. Natürlich. Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit einem Fach injiziert. Ganz schnell und immer auf denselben Tasten. Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Klar. Ein Doktor der Atomphysik werden? Doktor. Ein Freund von mir ist Doktor der Atomphysik. Der hat da einige Jahre lang gelernt. Ich mache das jetzt hier mit so einer Kapsel. Bla, bla, bla. Alles geil. Da sparen wir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aha. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymer-Injektion. Okay. Injektion Genosse klingt immer so ein bisschen komisch. Erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Klasse. Hier, nimm diese Kapsel. Wo? Wo jetzt? Ich was übersehen? Gummipuppen-Roboter-V? Ah, lass mal schauen. Ah, hier ist so ein ekles Nadelding. So ein Labor hier. Guck mal, da wird
Ach, Chemiebaukasten. Kosmos. Aha. Cool, sieht aus wie bei Boston Dynamics. Mhm. Ah. Das repariert was. Guck mal, er tippt auf einem ausgeschalteten Display. Es klappert wie eine Tastatur. Schön. Sagen wir mal, es wären die Plastikfinger. Okay. Mhm. Steht nichts. Kann ich nicht lesen. Russisch. Funktioniert wohl, was? Sieht gut aus. Cool. Oh, ist der verbrannt? Oh, und sieht schon garstig aus. Sind das auch Viecher, die mich attackieren? Das ist bestimmt so ein krass sportlicher. Ah, das wird spannend. Gut. Ah, da liegt was. Oh, ist so eine Helix drin. Also diese Tentakel erinnern mich an diese Würmer von The Strain, falls einer von euch die Serie gesehen hat, mit den Vampiren, mit der Vampirismus über irgendwelche Würmer irgendwie verbreitet. Und die sehen aus wie diese Dinger da. Garstig. Du hast jetzt deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Wo ist die Kapsel, die ich auf den Boden geschmissen habe? Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. Ui. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Aha. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Wie mache ich das? Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ziehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger, die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Wie so ein Pistolenzeichen, ha? Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Scanner. Halte Left Control. Ist eigentlich bei mir Alt GR. Gut, hat man wohl die Tasten nicht angepasst. Infort-Dämon. Infort-Dämon. Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. War das auch ein Nacktscanner? Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Ja, ja. Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Wow, guck mal. War schon gut. Gut, fahren wir fort. Na, mach Tür auf. Achso, man kann auch natürlich an die Scheiben touchen, wenn es Griffe gibt. Ah, jetzt gehen wir erstmal zur Parade. Überquere die Brücke. Na gut. Sieht aus wie so eine Militärparade in Russland und China. Was ist das denn für ein fettes Teil da? Was ist das? Was ist ein Suppenkessel? Oh, da ist auch wieder so ein fieses Ding. Angst. Wird marschiert. Marschiert. Na gut. Aha. Ganz schön viel Pomp. Oh, oh, oh. Was ist denn das? Komm schnell weg hier. Wie komme ich hier weg? Da lang. Ein schöner Koloss, ne? Grundlegend verändern wird. Melde dich am Empfang dieses Hochhauses, Genosse Major. Wird gemacht. Du wirst dort erwartet. Nein, ich übertreibe nicht. Seht euch mal die Autos. Wie sich unsere auch geliebtes eins wie das andere. In den letzten Jahrzehnten verwandelt hat. Ist jetzt nicht so kreativ, oder? Da kommt wenigstens auch kein Neid und kein Streit auf, wenn alle die gleiche Büchse haben. Können wir eine weltweite, alles umfassende Version des Netzwerks. Über diese riesigen Statuen und riesigen Gebäude. Ein Netzwerk aus Menschen und Robotern. Menschen steuern. Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das
das Auto wartet. Endlich die Freiheit. Du musst dich zum Büro von Dr. Setchenoff begeben. Und uns ganz einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Oh, guck mal. Oh, wie das glänzt. Oh, schön. Sieht ja richtig toll aus. Ach, wie edel. Aber der Boden, schaut mal hier. Schön blank gewienert. Toll. Ich liebe es hier. Ja. Egal, wie oft ich hierher komme. Glaube ich. Ich bin jedes Mal von den Socken. Ich auch. Ist da. Was ist das denn? Ein Hypnotiseur. Dank des neuralen Kollektors Gedanken. Ein Sessel für ein Stockwerk oder was? Alle Roboter mit dem Verstand. Ihr meistert akademische Fragen atemberaubend schnell. Greift auf das gesamte menschliche Wissen zu und kombiniert und verknüpft es mit euren eigenen Entdeckungen. Ihr braucht keine Bedienpulte mehr. Keine unendlichen Kommunikationsgeräte und Lautsprecher. Wie hoch fahren wir denn? Kilometer? Gedanke ersetzt jeden einzelnen Gegenstand. Das ist längst nicht alles. Euer Potenzial ist grenzenlos. Oder hätten sie... Also, na, kann ich mal hinsetzen? Das verstehe ich auch, wofür die Sessel da sind. Aber wir hätten ja in diesem roten Fernseher mal ein besseres Programm ausstrahlen können als diese komischen Dinger da. Sieht aus wie Gedanke. Wie hießen die? Gedanke-Implantat oder was? Ah, Gedankegerät. Oh, wir sind da. Ich war nah eingeschlafen. Ach, guck mal. Zur Zukunft. Genosse, Bürger der großen Here I am. Das nenne ich mal Stil. Wow. Wissenschaft ist eben Macht. Ganze Flugzeuge ich stecken. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Abgesehen von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Ja, wer seid ihr denn? Genosse Major. Entschuldige, wenn ich mich nicht ganz auf den Schlüssel konzentrieren kann. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Gut, sind die wir können den gleichen so Aufzug riesig nehmen, mit dem wir hier oder ich so klein? Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Oh, ich reiche ihn hier gerade nur bis... Also, ich meine, gut, es könnte einen schlechteren Ausblick geben, aber... Hallo? Mhm. Und diese Flugzeuge, ja, schon krass, ne? Ja, das ist die, das russische Pendant zur Concorde, eine Tupolev. Die scheint auch, wenn ich mir den Mann da unten angucke, so ein bisschen in den Dimensionen zu stimmen. Mhm. Ja, kann man bauen. Sonne da rein scheint. Schön. Ja, ihr Damen, wir sehen uns später. Ich muss zum Auto. Nochmal zum Hypnotiseur. Und jetzt? Ah, geht von selbst. Setchenoff hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir, Chelomei? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Setchenoff, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science-Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum P3, Träumen das sind geboren, wir, ne? Um große Dinge zu C3, tun. P3PO. Die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Läuft. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt das nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Okay. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Wawilow-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Jo. Da vorne ist der Marker. Könnte eins von den sportlichen schwarzen Karossen sein. Gucken wir mal. Läuft sehr flüssig, ne? Nur ich laufe sehr langsam. Kann nicht sprinten. So, einsteigen.
Cool mit dem Schlüssel. Kriege ich da keinen Stromschlag? Ritzelt so. Spritfresser. Halt, laufen sie alle mit Elektrizität? Das müsste doch schon längst der Fall sein hier bei euch. Ihr habt doch alles elektrifiziert. Als Roboter und so, schwebende Plattformen und dann keine Elektroautos. Wer bist du denn? Oh, guck mal, das Metall. Die sieht so richtig massiv und schwer aus. Geil. Wir wünschen eine angenehme Reise. Dass sie überhaupt fliegen kann? Und jetzt? Ach, wie kriege ich denn hier einen Sender rein? Ach, wir fahren gar nicht, wir fliegen. Cool. Wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Politik, hör mir auf. Wir haben genug Gedanke geräte. Es wird keine Engpässe geben, kommentierte der Volksdeputierte Schaltschin auf die wachsende Sorge in der Stadt Osjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Schon viel besser. Na, genießen wir doch mal die Aussicht. Was ist das denn? Guck mal, eine Wolkenbarriere. Aha. Statt Berge, Wolkenberge. Wir begrenzen das komplette Areal um uns rum. Aha. Ich sehe, hast du endlich mit deiner Mission begonnen. Und es ist nicht mal eine Stunde vergangen. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Jawohl, mein Führer. Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin. Von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. Wenn das so ruckelt beim Umschauen, das liegt am Spiel. Ich habe nur irgendwie so einen minimalen Radius, in dem ich meinen Kopf drehen kann. Dann, wenn ich am Rand angelangt bin, dann ruckt es so zurück. Weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht? Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen? Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Oder fliegende Kühe? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich mag diesen Humor. Denn der erinnert mich so... Halt die Klappe, Klappe, Handschuh. Ja, an so verschiedene Spiele wie zuzuhören. Duke Nukem 3D, Just Cause, glaube ich. Also Ruhe. Wo hab ich das noch gehört? Weiß ich nicht, verdammt. Lass mich jetzt in Ruhe. Ah, es gibt so das eine oder andere Spiel, das hat auch so eine Art von Humor. Gefällt mir. Das sind riesige Statuen. Übertrieben, oder? Und schaut mal, das ist alles... Diese ganzen, also diese Landschaften sind auf so Plattformen und hier unten ist tatsächlich dann der echte Boden. Also wir befanden uns auf so einer Plattform, von denen gibt es viele. Und jetzt aber erstmal viele Wolken. Oh, Musik verschwindet. Was passiert? Ups. Mach doch mal das Dach zu, es wird unangenehm. Gar garstig. Ah, so richtig nasskalt. So Rheumawetter. Aber er sitzt immer noch entspannt im Auto, die Hand lehnt so links da auf der Armablage. Und, jetzt, Hochnebel. Aber guck mal auf der Scheibe, die Nässe, die fließt so weg. Das ist schön. Voraussichtliche Landezeit 11.47 Uhr. Außentemperatur 26. Ja, das ist sehr angenehm. Es weht eine leichte Brise. Sehr gut. Na, guck mal. Du kannst jetzt die Soyuz-Granitbrücke über dem Lasursee und zwei Testgelände der Anlage sehen, WDNH und Sachali. Sie sind durch die Magnetschwebezüge verbunden, die Maglev-Bahn. Diese Technologie wurde von der Chelomei-Konzeptabteilung entwickelt und war ein persönliches Projekt von Dr. Lebedjansky. Hm? Du
kannst jetzt den Betrieb einer automatisierten Fabrik sehen. Hier nehmen Roboter Montagearbeiten vor und liefern Maschinenteile. Das ist schön, dass so ein Rundflug über die Insel so quasi als Einführung ins Spiel. Das gefällt mir. Nullknoten ferngesteuert und kann pro Stunde hunderte von Aufträgen autonom erfüllen. Hubschrauber? Wo ist er? Was war das denn? Direkt darunter befinden sich Dr. Sechenovs Rechenzentrum, die Funkzentrale und der Steuerungsnexus für diesen Netzwerkknoten. Wir überfliegen derzeit Sonnenblumen-Solarfarmen, die in der Lage sind, das gesamte WDNH mit Elektrizität zu versorgen. Du kannst auch den Freundschaftervölkerpark und die Maglev-Bahnlinien sehen. Das ist schon wirklich innovativ. Maglev-Stationen verbinden alle Bereiche von Anlage 3826, damit das Personal andere Komplexe schnell und komfortabel erreichen kann. Wir überfliegen derzeit die majestätische Mutter-Heimat-Statue, die 1949 in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Nun nähern wir uns dem Wawilow-Komplex, wo die zahlreichen Agrarwunder von Anlage 3826 herangewachsen sind. Hier siehst du das sowjetische Sichelmonument, das von den Bildhauern Jelena Muchina und Alexander Kibalnikow entworfen und 1951 vom neuronalen Netzwerk Kollektiv 1.0 von Roboterbauarbeitern autonom errichtet wurde. Hierbei handelte es sich um die erste künstlerische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Ach, das ist interessant. Wir werden jetzt kommende Woche auch ein Projekt durchführen, Mensch und Maschine. Da werden wir sprühen und mit Pinsel malen und ein Wanddrucker druckt den Rest des Motivs. Das heißt, der Wanddrucker bereitet ein Motiv vor, der druckt schöne Details. Ist ja wie so ein Roboter im Grunde. Und wir sprühen und malen dazu. Es wird also auch eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Das wird spannend. Hui. Major, der Dorfer macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Hallo, was ist denn jetzt los? Scheiße! Die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist. Wieso? Was schießt er denn auf uns? Du hast dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht, ja, offensichtlich. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Wawilow-Komplex geleiten. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig waren. Ja, du bist doch auch ein Roboter, du bist nicht feindselig. Oh, Achtung! Was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Bewegt eure verrosteten Hintern! Das war sehr unhöflich von oh, Ihnen. Oh, wieso Zombies? Hey! Verpiss dich, Scheißteil! Wir brauchen mal kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Unsere Fahrt wird normal fortgesetzt. Sicher? Ein Droffer-Abschlepproboter wird in Kürze eine magnetische Kopplung vornehmen und uns auf dem Luftweg nach... Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Oh, Alarm ist auch schon an. Oh, hilf mir, Genosse Major! Ich falle! Ich falle! Was zur Hölle? Vogelschlag. Roboterschlag. Scheiße. Scheiße. Oh, oh. Scheiße. Das war's. Atomic Heart. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, das ist ja super. Puh. Ein fulminanter Auftakt. Mal schauen, wohin es uns führt. Achtung. Das ist eine Notdurchsage. Es ist zu einer kritischen Verletzung des Sicherheitssystems von Anlage 3826 gekommen. Zahlreiche Arbeitsroboter verhalten sich Anlagenpersonal gegenüber aggressiv. Das sind also wir. Mal kein gesichtsloser Charakter. Okay.
einen Screenshot machen. Ich mag Screenshots. Ich habe gesammelte Screenshots noch aus Mitte der 90er. Ist großartig. Man sieht halt so die Entwicklung im Laufe der Zeit. Das ist klasse, wie sich die Spiele so gerade so optisch, grafisch entwickelt haben. Super. So, was ist hier passiert? Ach du meine Güte, sieht das apokalyptisch aus. Was ist denn jetzt... Also, wir sind doch gerade erst abgestürzt. Das sieht aus, als wären wir irgendwie 50 Jahre danach. Begebt euch direkt vom Arbeitsplatz in eure Dienstwohnung. Mitarbeiter, die im Maya-Hotel untergebracht werden. Ja, geil. Mal her, das Ding. Schöne Axt. Das riecht jetzt gleich nach Ärger. Zauberer. Hier Zauberer. Bitte melden. Oh, was? Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Guck mal da. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Errungenschaft. Es geht schnell mit den Errungenschaften. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf die Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Ja, spannend. Oh, guck mal, da hängt einer an so einem Draht oder so einem Stahlseil. Das sieht das eher aus wie ein Kabel, aber... Okay. Uiuiui, ist ja übel zur Sache gegangen. Aha. Sieht echt aus wie nach so einer Atomexplosion. Zombie-Apokalypse. Nun gut, also, soweit, so gut oder auch nicht. Wir werden sehen, was passiert. Das ist auf jeden Fall bis jetzt der Einstieg in Atomic Heart. Das sieht sehr schön aus. Ich freue mich auf den weiteren Ablauf. Seid also dabei, wenn wir uns beim nächsten Mal umschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.